Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute steht ein wichtiger Termin in unserem Leben an. Und zwar, wir haben uns heute freigenommen, weil wir, wie gesagt, einen Arzttermin haben. Wir haben schon seit mehreren Monaten Probleme mit unserer Schulter. Wir haben es einfach nie erwähnt, da wir einfach außenstehende Kommentare ausblenden wollten und uns keine anderen Meinungen einholen wollten und irgendwas selbst probieren wollten, sondern einfach es von einem Arzt beurkunden lassen wollten. Genau. Du hast die Schmerzen seit Anfang November und ja. Ich habe sie 2 Monate eher bekommen. Wir haben sie beide in der rechten Schulter, einfach wirklich so wie im Gelenk einfach. Und das schränkt dann halt manchmal sehr ein. Zum Beispiel beim Turnen, wenn man Brücke macht, sobald man die Arme hinter so die richtig. Ohren macht, dann tut es extrem weh. Vor allem so bei Brücke, wie gesagt, Überschlag. Das ist wirklich nicht angenehm. Es gab kein einschlagendes Ereignis, sage ich mal, so weshalb wir es bekommen haben. Also ich weiß es noch, ich war in Ägypten. Wir haben geturnt und nach dem Turnen kam der Schmerz. Ich habe dann gespürt im Gym, wo ich Latzug gemacht habe, habe ich die Schmerzen gespürt in der Schulter. Und dann dachte ich mir so, es wird schon weggehen. Aber es ging halt nie weg. Es wurde eher immer schlimmer. Manchmal gibt es gute Tage, manchmal gibt es schlechte Tage. Aber es kann aber nicht so weitergehen, denn es ist einfach ein echt starker Schmerz, wenn man gewisse Bewegungen macht. Das sind zwar jetzt ungewöhnliche Bewegungen, die man macht, aber bei der Sportakrobatik macht man halt ungewöhnliche Bewegungen. Ja, und bei mir kam das auch wahrscheinlich durchs Turnen. Wir haben eine Zeit lang, also war ja so sommermäßig, haben wir auch viel Flickflack und viel im Garten geturnt. Es wurde halt auch immer mal besser, aber es kam immer wieder. Und jetzt ist halt so die schlimmste Phase und die ist auch schon ziemlich lang. Also wirklich, weiß nicht, wir brauchen wirklich mal einen erfahrenen, wir haben einen sehr guten Arzt rausgesucht und der wird jetzt mal dann MRT machen, wie man das auch mal nennt, und dann werden wir mal sehen, was los ist, und ja, ich hoffe, das ist nichts allzu Schlimmes und man kann es leicht beheben. Wir hatten halt wirklich noch nie irgendeine schlimme Verletzung, deswegen, Leute, hoffe ich, dass es jetzt hier gut ausgehen wird und wir sehen uns dann auf dem Weg zum Arzt. So Leute, wir sind weg. Es hat jetzt ca. 2,5 Stunden gedauert tatsächlich, weil die mussten ja MRT machen. Und ja, das dauert halt, es liegt mal so 30, 40 Minuten über so einer Scheibe, sage ich mal so, unter so einer Scheibe. Hat Kopfhörer auf, also alles kein Ding. Naja, jedenfalls, es wurde auf jeden Fall was gefunden. Und zwar, wir erzählen nachher nochmal genauer, was es ist, auf jeden Fall müssen wir halt unser Training auf jeden Fall umstellen, was ändern. Es ist halt bei uns jeweils was angerissen und ja, er meinte, es ist noch nicht so schlimm, dass es jetzt irgendwas man aufschneiden muss oder was auch immer. Aber ja, wenn wir halt so eine machen, dann wird es halt logischerweise noch schlimmer. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall gegenarbeiten, bestimmte Muskeln trainieren, dass man, weiß nicht, das irgendwie vorbeugt, keine Ahnung, Leute, er hat so viel erzählt, wie soll man das alles wiedergeben? Naja, jedenfalls, wir sprechen nachher nochmal drüber. Wir fahren jetzt erstmal mit Maya Gassi und gönnen uns auf jeden Fall nebenbei einen Shake. Wir haben uns so einen Smoothie gemacht aus Banane, Apfel und Whey. Mega geil, hat das hier 35 Gramm Eiweiß, gönnen wir uns dann gleich. Aber erstmal heißt es packen. Und dann trinken wir den. Und dann geht's mit Maya Gassi. So Leute, wir kommen jetzt gerade aus der Sauna. Wir gehen gleich nochmal in die Sauna. Aber in der Ruhezeit wollen wir euch mal erzählen, was jetzt mit der Schulter los ist. Und zwar waren wir eben bei einem
Arzt waren, hatten dort ein MRT gemacht und im Endeffekt kam raus, ich kann euch jetzt wirklich keine ärztlichen Begriffe nennen, aber irgendwie ist es halt so, also er hat halt mit unseren Gelenken rumgespielt und so geguckt, ja, wo was weh tut und sobald halt der Kopf halt, sobald halt ja die Schulter, also der Arm halt höher wird, im oberen Bereich schmerzt es halt und es ist irgendwie so, dass es dann so eine Sehne irgendwie einklemmt. Maria und ich haben ein bisschen was Unterschiedliches. Bei mir ist eine Sehne irgendwie eher nach innen mäßig ein bisschen eingerissen und bei dir ist es, glaube ich, eher mehr nach außen. Eingerissen, ja. Also beide eine gerissene Sehne, sage ich mal. Und ja, da macht es einen Plan. Und dann wird er uns anrufen und dann sagen, wie wir unsere Physiotherapie machen und eine Sporttherapie. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass es besser wird. Genau, also er meinte jetzt, wir sollen halt jetzt so Übungen, also unseren Trainingsplan umstellen ein bisschen. Er meint auch jetzt, es ist nicht so schlimm, dass man uns jetzt aufschneiden muss oder so. Also er meint, es ist noch, also er hat jetzt auch nichts gemerkt oder so. Bei Maria ist, glaube ich, ein bisschen geknirscht, weil es bei ihr halt irgendwie nach außen ist und keine Ahnung, warum es da knirscht. Leute, ich kann euch das ärztlich jetzt wirklich nicht erklären, aber bei mir auf jeden Fall nicht. Deswegen, also vom Prinzip her ist es dasselbe. Die Sporttherapie wird wahrscheinlich bei uns auch komplett gleich sein, aber halt die andere Therapie, keine Ahnung, Leute, die wird wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sein. Also wir werden jetzt also einfach ein bisschen Übungen aus dem Trainingsplan nehmen und ersetzen. Zum Beispiel Bankdrücken schmerzt bei uns etwas. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch eine andere Übung dafür finden. Und leider ist halt auch sowas wie Handstand oder sowas halt auch extrem ungünstig, was halt eigentlich kacke ist, weil wir das halt für Akrobatik und so brauchen. Deswegen müssen wir überlegen, wie wir es machen. Obwohl ich jetzt beim Handstand nicht die krassesten Schmerzen habe. Ich merke es halt bei Bankdrücken schon extrem dolle. Und ja, bei Rumpfdehnen oder so schon stark. Und ja, vielleicht habt ihr ja mal Tipps für Übungen, die Übungen ersetzen, wie Bankdrücken oder ich sag mal Latzug, ist einigermaßen okay. Wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen anders die Übung ausführen, dass es nicht so auf die Schulter geht. Aber hauptsächlich der Druck oben, also Schulterdrücken, muss wahrscheinlich auch komplett raus. Da müssen wir mal gucken, was wir dafür finden. Aber es gibt so viele Übungen, wie man die Muskeln trainieren kann. Leute, wir gönnen uns jetzt diese fette Bowl mit Falafel, mit Nudeln, Möhren, Kartoffeln, oh mein Gott, Soßen, Leute. Alter, ich habe so Bock darauf. Heftige Bowl, Eta-Story wird gemacht, also ja, das gibt es jetzt zum Abendbrot. Nice. So Leute, das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei und abonniert uns gerne kostenlos. Lasst gerne ein Like da oder ein nettes Kommentar. Und genau, auf den Social Media Plattformen bekommt ihr einfach immer neue Sachen mit, was eure Schulter oder irgendwas betrifft. Und genau, also das war's und ciao.